Ja, Hallöchen, da sind wir wieder bei Black Mirror, der dunkle Spiegel der Seele. Das könnte sich als nützlich erweisen. Dann nimm ihn mit. Tja, was gibt's da groß zu sagen? Wir haben den guten James endlich mal getroffen und der scheint nicht so verrückt zu sein, wie alle gedacht haben. Und der gute Robert ist verschwunden, wahrscheinlich auch schon tot. Man weiß es nicht. Aber schauen wir doch mal. Ich binde das Seil an den Haken. Vielen Dank. Wir müssen ja irgendwie darunter kommen. Fragt sich nur wie. Ein Kanalschacht. Also such's doch mal irgendwie. Ach, Mann, der gute Sam. Schauen, was gibt's hier noch so Feines? Eine Schleifmaschine. Das ist auch noch ein Kanalschacht. Irgendwie müssen wir runterkommen. Das ist auch noch ein Kanalschacht. Ich sehe nichts da drin. Das scheint zu funktionieren. Es riecht unangenehm. Okay, jetzt sag ich mal, haben die Idee, mal schauen. Aha. Nichts, kein Wasser. Bingo, also können wir da jetzt runter oder wie? Ha! Deswegen wollte er also nicht. James hat nicht gelogen. Das geheime unterirdische Gangsystem existiert. Die Luft hier ist sehr stickig. Warum hätte er auch lügen sollen? Ja, dann stecken wir doch mal das Zahnrad ein. Warum auch nicht? Wozu könnte ein Brunnen in einem Keller gut sein? Vielleicht konnte man damit Wasser aus den Tiefen holen, wenn das Schloss belagert war. Das Wasser hierorts könnte man nicht ohne weiteres trinken. Es ist zu brackig. Tja, kannst mal sehen. Da ist kein Tropfen Wasser drin. Schauen, gibt's hier sonst noch irgendwas? Weiter nach unten, naja. Ich will mich hier erst noch ein bisschen umsehen. Aha. Ein Mechanismus. Kann da das Zahnrad rein? Ja, Tatsache. Dieser Mechanismus regelt vermutlich die Pumpen im Keller. Er kann doch nicht seit dem Altertum hier stehen. Er scheint zu klemmen. Naja, da gehen wir weiter. Die Luft hier ist furchtbar. Es stinkt modrig. Hier gibt es seit Jahrhunderten keine frische Luft. Da ist eine Öffnung. Irgendeine Öffnung. Vielleicht fehlt hier etwas. Ah, da ist noch ein Rad. Ich kann es kein Stück bewegen. Es ist durch Ketten blockiert, die mit einem Vorhängeschloss gesichert sind. Aha. Können wir es dann vielleicht mit Säure befreien? Und? Die Haha. Säure von Richard hat das Vorhängeschloss aufgelöst, als wäre es aus Papier. Kannst mal sehen, wie gut das Zeug ist. Das Rad ist blockiert. Toll. Das Rad ist blockiert. Warum haben wir es jetzt befreit? Die Treppe lässt sich nicht benutzen. Sie steht völlig unter Wasser. Das Wasser muss schon seit Jahren hier stehen. Es ist voller Algen und Dreck. Da ist noch eine Öffnung. Ich glaube, hier fließt das Wasser hinein.
Das ist wohl seit langer Zeit nicht passiert. Ein Teil einer Maschine? Es gibt so viele Algen im Wasser. Das Zahnrad ist nicht gesunken. Wie bekomme ich es da raus? Vielleicht rausangeln? Mal schauen. Das geht nicht. Das Seil gibt zu sehr nach. Ach Mist. Das heißt, wir brauchen eine richtige Angel. Bleibt nur eine Frage, wie. Abwasserkanal? Dieses ausgeklügelte Kanalisationssystem wurde von meinen Vorfahren erbaut. Ja, die können stolz auf uns sein. Er ist leer. Irgendwie müssen wir noch an das blöde Zahnrad kommen. Ah, hier ist ja noch was. Es ist durch die Feuchtigkeit verrostet. Eine Stange ist locker. Na, nimm doch mit. Na, geht doch. Ich werde versuchen, die Stange dort hineinzustecken. Es geht nicht. Die Stange ist zu dick. Ach, gibt's denn sowas? Na gut, dann machen wir sie halt dünner. Was nicht passt, wird passend gemacht. Denn wozu haben wir denn die Schleifmaschine hier? Ich werde versuchen, die Stange etwas anzuspitzen. Na dann mach mal. Das müsste reichen. Super. Schauen wir auch mal, was das bewirkt. Damit müsste es besser gehen. Aha. Geht doch. Okay, ich habe die Stange in die Öffnung gesteckt. Ich werde die Stange als Hebel benutzen. Die Luke hat sich geöffnet, aber es läuft kein Wasser. Müssen wir wahrscheinlich noch nachhelfen. Na, wollte schon sagen. Das Wasser ist bis zum Rand des Ablaufkanals gestiegen. Schön. Eine primitive Angel. Sie wird reichen müssen. Na, mal doch. Und endlich her mit dem Zahnrad. Komm. Haha. Geht doch. Tja, Not macht erfinderisch. Ah, so. Jetzt müsste die Pumpvorrichtung aber funktionieren. Dann auf geht's. Es hat geklappt. Der Mechanismus funktioniert. Super. Heißt das, wir sind endlich fertig? Werden wir James Schlüssel finden? Das ganze Wasser ist in das unterirdische Kanalsystem abgelaufen. Der Weg ist frei. Super. Dann weiter runter. Das Wasser ist weg, aber der Gestank ist geblieben.
Hier ist seit ewigen Zeiten niemand mehr gewesen. Es ist bitterkalt hier und die Stille ist unheimlich. Meine Schritte hallen nach. Ach, sondern nicht plötzlich ein Kanalmonster kommt. Das muss James Truhe sein. Endlich habe ich sie gefunden. Wahrscheinlich hat er sie versteckt, bevor der Raum mit Wasser voll lief. Naja, wer aber denkt, dass er noch ein Kind war, als er sie versteckt hat, garantiert. Noch ein Schlüssel. James hat nicht gelogen. Juhu. Gucken, haben wir noch irgendwas? Eine dunkle Ecke, na, da gehen wir bestimmt nicht hin. Mehrere seltsame Symbole in einem Kreis. Das unterirdische System diente in der Vergangenheit mit Sicherheit nicht nur dazu, das Wasser zu verteilen. Ja, wenn man den Stern hier sieht. mein Kopf. Ich sollte besser eine von diesen Pillen nehmen. Ja, wieder mal ein Anfall. Na toll. Gerade dann, wenn es interessant wird. Ich ertrage diese unterirdische Luft nicht mehr. Ich ruhe mich ein paar Stunden aus und komme später wieder. Ja, auch ein Plan. Und schon sind wir in Kapitel 5. Mann, das geht ja wirklich rasant. Also, Kapitel 1 schien wirklich das längste zu sein. Geständnis der Wahrheit. Okay, soll die Vision heißen, dass Dr. Herman tot ist? Diese furchtbaren Träume sind wie Déjà-vus. Warum habe ich solche schrecklichen Albträume? Vor 2 Tagen waren meine düsteren Morgengedanken durch Bates Klopfen an meiner Tür unterbrochen worden. Sir! Sir, machen Sie auf. Ich muss mit Ihnen sprechen. Warten Sie, Bates. Ich bin gleich da. Ja, was kommen jetzt wieder für Nachrichten? Dass Herman tot ist? Was ist denn, Bates? Gerade kam ein Anruf aus Ashbury. Es geht um eine sehr ernste Angelegenheit. Ich glaube, Sie sollten so bald wie möglich dorthin fahren, Sir. Warum? Worum geht es genau? Ich habe mit der Oberschwester gesprochen. Sie wollte mir nicht erzählen, was vorgefallen ist. Ich mache mir große Sorgen. Vielleicht gibt es etwas Neues über Sir Robert. Hat sie Ihnen sonst noch etwas gesagt? Sie wollte mir nichts Genaueres sagen, Sir. Haben Sie mit Victoria darüber gesprochen? Nein, Sir. Ich wollte sie nicht beunruhigen. Wahrscheinlich ist es nichts Besonderes, aber es wäre gut, wenn ich es mit Sicherheit wüsste. Na gut, ich werde dorthin fahren. Behalten Sie die ganze Sache vorläufig für sich. Aber selbstverständlich. Und, Sir, das Wetter ist furchtbar. Es zieht ein kräftiger Sturm auf. Der Himmel ist so dunkel, als wäre es Nacht. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir ein so schlimmes Wetter hatten. Es ist äußerst seltsam. Es wird ein kräftiges Gewitter geben. Das ist alles. Aber danke für die Warnung. Auf dem Weg nach Ashbury gingen mir Bates' Worte unaufhörlich durch den Kopf. Sie wurden erst durch die dunkle Silhouette des Ashbury-Sanatoriums vertrieben. Ich frage mich, was ich über Robert erfahren werde. Wir werden ja sehen. Ich bin's, Samuel Gordon. Können Sie mich reinlassen? Einen Moment, Mr. Gordon. Werden wir jetzt erfahren, dass Robert tot ist oder dass er abgehauen ist? Beides wäre nicht so schön. Mr. Gordon, ich habe eine furchtbare Nachricht für Sie. Der Chefarzt ist tot.
Robert? Wovon reden Sie? Ein Polizist und ein Kriminalbeamter waren hier. Es ist furchtbar. Wie ist es passiert? Sie sagten, dass seine Leiche am